Egal, fangen wir an. Ja, gerade wo du es gesagt hast, habe ich schon auf den Knopf drauf gedrückt. Hi! Hi, Danny. Da wollt ihr es unbedingt mitmachen, deswegen sollte ich mal kurz warten. Ja, Danny ist übrigens Flipski. Oder Superdancer Danny. Oder. Was war das andere? Botkiller? Botkiller, ja. Der Botkiller. Wie viele Namen hast du, Bro? Nicht entscheidend? Die Kühe machen wir hier hinten, die Schafe vorne und die Schweine ganz vorne, okay. Brauchst du was zu essen, oder? Ja, das hier drüben ist mein kleines Haus, das ist das Gewächshaus, das hier mache ich gerade zum Stall und das da hinten ist Froschis Burg, ja. Ich bin gerade am Dach, kann ich euch von hier sehen? Nee, hab einen Baum wachsen lassen, der stört gerade. Bin nach Abholzen. 1, 2, 3. Oh Gott. Alter, ich bin so froh, dass ich die Schafe brauche. Ach ja, extra. Komm mal kurz mit. Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch von hier aus sieht, aber. Also, ob du so eine weite Renderdistanz hast. Ja, auf 12 gestellt. Also da ganz hinten siehst du so einen Schneeberg. Da wohnt Thorim. Und das hier unten ist Marco sein Haus. Okay. So, und du kannst natürlich überall hinbauen, was du hinbauen willst. Sofern du nicht bei mir in der Nähe ein Schloss jetzt noch ein größeres Schloss daneben setzt, Alter. Und so, solange. Welches Schloss hast du da? Solange wie es hübsch aussieht. Solange wie es hübsch aussieht. Also angemessen hübsch. Körper. Du kennst den hier, der kann das. Ja, nein, ich meine bloß, wenn er einen Penis baut, dann bitte auch detailreich, ne? Ja. Ja, wir wollen zumindest die Wehen hier. Ja, genau. Wo gibt's denn was zum Essen? Bei Olli. Der hat die ganze Farm. Ich hab nur blaue Schafe. Hier oben in der Kiste, das ist die Essenskiste. Die obere hier. Lagersystem so an sich haben wir noch nicht enthalten. Ja. Bisschen... Rohe Matten? Ist das von... Schafen? Ja. Ja. Rohes... Hammel. Hammel ist, glaube ich, das Name. Auf Deutsch, Deutsch heißt es Hammelfleisch. Brauchst du noch ein Bett? Ja, bitte. Gratis Betten für Leute. Ja. War wichtig, ja, damit die Nacht vergehen können. So, wenn du Zeug brauchst, da ganz hinten in der linken kleinen Kiste ist ein bisschen Eisen drin, falls du ein paar Werkzeuge machen willst. Und zum Beispiel eine Pickaxe aus Eisen, ja. Die habe ich mir gegönnt am Anfang. Und dann bin ich instant auf Diamanten gestoßen. Wie man halt. Ja. Sonst, wie gesagt, eine Form kannst du jetzt bedienen, davon haben wir jetzt ja mehr als genug. Wir haben ja jetzt Essen. Er ist ja nicht so. Ne, ich meine bloß hier, sobald du immer anfängst, hier die großen Formen abzumähen. Da ist apropos schon... große Farm abmähen, wie steht's eigentlich mit meiner Getreidefarm? So groß ist hier jetzt nicht im Gegensatz zu meiner. Ja, nee, aber meine ist halb automatisch. Außerdem kommen da fast 2 Stapel Getreide raus, das muss reichen. Für was denn? Für deine Schafe zu erweitern? Nee, ich weiß noch gar nicht, wofür ich den Scheiß verwendet. Brot backen kannst du doch damit. Ja. Was? Da vermisst man das irgendwie bei Modpacks, dass man den Weizen dann in Mehl umarbeiten kann. Ja, kriegt man nicht so viel raus. Schlimm. Den Kern des Holz gebildet da im Wasser. Oder Schiff. Chibi. Oder. Ja, das ist Chibi. Die Schale gehört Chibi. Ja, Schale, gut. Da fehlt noch Mast und ein Captain's Quartier, was hinten raussteht. Das Ding ist ja noch nicht fertig, aber sie kann es halt nicht, weil ihr Rechner kaputt ist. Danny ist jetzt auch da, ne? Also in-game. Ja. Und wir nehmen schon wieder auf. Jo. So, was habe ich denn hier Leckeres in meinem Vögel? Ein Schokobrötchen. 2 Schokobrötchen. Es hat so eine Wundertüte vom Bäcker gekriegt. Und eine Laugenstange mit Käse und Salat. Oh. Na, das schmeckt. Olli, 2 Stapel und 48 Getreide ist meine Farm. Das ist gesagt. Na, schau mal, Danny hat Holz gekriegt. Lass mal ein Crafting Table machen. Ich muss nach der Reihe. Warum mal, dass die Grundsachen down hat. Ich hab Freunde. Echt? Wirklich? Ich steh grad mit dem Weizen bei den Schafe.
Ah, okay, ich hätte schon gedacht, du meinst uns. Okay. Nee, das glaube ich aber auch so ein bisschen, das Turm so ein bisschen, wie es drauf gelaunt war, wo ich hier drauf war. Dass bei mir so viele so mitmachen wollen. Bei ihm jemand. Da mit Turm. Marco? Hm? Komm sofort her. Was ist passiert? Im Ding steht ein Creeper drinne. Lass das Marco machen, kann ja nur gut gehen. Ich will lieber, dass es Marco macht, weil ich stehe hier gerade mit den ganzen Schafen, die ich rinhauen wollte. Wo ist der Creeper? Drinne. Der explodiert. Wieso stehen eigentlich alle Schafe? Weil ich die gerade reinbringen will. Ich hab so das Gefühl, dass das mit dem Creeper und Marco nichts wird. Kaputt! Ist er nicht explodiert? Mhm. Ach, gut. Ich kann das, aber nur wenn ich mich konzentriere. Ah, ein Creeper! Kein Grund, Angst zu haben oder sich zu konzentrieren. Ach, einfach drauf losschlagen, geht schon. Da hat schon viel. Oh Gott, da hauen Schafe ab. Diese verflixte Scheißtür! Hast du das Getreide kurz aus der Hand genommen? Nein. Ah, die bleiben hier alle gerade an den Türen hängen. Alle Schafe, die abhauen, könnt ihr schlachten. Ich hab Freunde. Jetzt weiß ich, wie große YouTuber sich beim Video Day fühlen, Alter. Umzingelt von Leuten. Hi, 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 ich will wieder. Und alle haben so auch so ein Dürb-Gesicht aufgelegt, ey. YouTuber! Ich will wieder arbeiten gehen, da gab's die Laugenstangen wenigstens gerade frisch und knusprig aus dem Ofen und dann mit Käse und Salami belegt. Marco will arbeiten gehen, damit er was zu fressen haben kann. Ja. Die kommen ich dann Geld oder so? Nee. Ich vermisse das Frühstück da auf dem BMVG ist einfach nur der Wahnsinn, was die Bundeswehrleute da kriegen. Das ist einfach nur geil. Ich muss aber auch sagen, ich vermisse es auch irgendwo, immer vom Chef losgeschickt geworden zu sein, erstmal zum Aldi. Und von denen gesagt dann zu bekommen, bring mir mal das und das mit und nebenbei hole ich mir dann selber immer noch so einen Instant-Kaffee und... Nein! Ja, genau. Okay. Erstmal zusperren. Die Schafe hier draußen kannst du schlachten. Ich habe gerade auch so gesehen ein Schaf dieses letzte Getreide gegeben. Weil ich die Tür nicht aufgekriegt habe. Gute Arbeit. Danke. Ich bin stolz auf dich. Ne, und dann immer so ein Instant-Kaffee, wie heißt denn die Scheiß? Das war schon so ein fertiger Milchkaffee in so einem Plastikbecher. Mhm. Weißt du, den dann am besten mal noch irgendwie, dann andere haben noch gesagt, hey, kannst du mir mal das und das noch mitbringen, weißt du? Und dann hat sie dann eben halt noch diese Kinderhörnchen da mit so einer Schokofüllung oder mit so einer Milchfüllung drin gehabt und selber hast du dann immer noch was Schönes beim Bäcker gegönnt, was weiß ich, so ein belegtes Brötchen oder so ein Scheiß. Ach ja, das war schon nicht schlecht. Das war mal ein Praktikum, gell? Ha? Seh dich dann nur so runterlatschen, so, oh, es geht, schöner Tag. Oh, was macht denn das Schaf auf dem Dach? Und du schaust in alle Richtungen, bevor du mich entdeckst, Alter. Ja, oh Gott. Brainhaft. Der rennt auf mich zu, er aber schaut überall anders hin, als wo er hinrennt. Marco, was macht das Schaf auf dem Dach? Meine Getreidefarm übrigens. Ja, hast du mir gerade da. Hier, da. What the fuck? Hi! Oh, das wollte ich tun! Ey, was machst du da hinten? Ich schau mir erstmal um. Wo gibt's denn hier einen geeigneten Bauplatz? Ich hätte gesagt, irgendwo dazwischen auf den Hügel, aber gut. Wenn du es entfernt machen willst. Wir brauchen Füller zwischen meinem Schloss und ihren Häusern. Bisschen leer da. Ja gut, dann kann ich eigentlich dort eine bauen. Wird aber wahrscheinlich ein modernes Haus werden. Also vielleicht eher auf dem Berg rauf. Ist immer so lustig, modernes Haus ja in meinem Texture Pack nicht. In meinem Texture Pack schaut glaube ich auch das modernste Haus mittlerweile aus. Ja, eher vom Baustil jetzt ja. So gemeint gewesen. Ja eh. Keine Sorge, ich hab verstanden. Das war doch geil. Wo war denn das jetzt?
Weizen, Weizen, Weizenkörner gehören woanders hin. Die gehen da hinten hin. Na los, schade. Wieso ist schon wieder höhere Währungen am Radio? Schlimm. Leute, die Geld verdienen wollen, furchtbar. Ja, da, aber ein paar Kronen-Hit hast du ja die ganzen verschiedenen Kanäle, Alter. Und da ist in jedem einzelnen Kanal jetzt gerade scheiße nur mal Nachrichten drin. So, kann man reingehen? Dahin. What the fuck? Wieso denn nicht? Ein Biber ist rein. Weil ich gerade probiere, gerade irgendwie die Schafe hier alle drin zu kriegen. Tagesmeldung, ein Biber hat Randale gemacht. Ja, Biber hat ein Kind attackiert. Oh mein Gott, er hat ein Holzbein auf ihn! Okay, okay, das war jetzt. Oh. Das Kind ist ziemlich sicher selber schuld. Wahrscheinlich ein Biber zugehört. So, oh, jetzt sieht der Biber! Und der Biber doch. Und beißt einfach rein, so. Und dann heißt es wieder. Und das Kind so. Ja, dann. Da wird wieder ein Hetzer auf die Tür gemacht. Erstmal Biber einschläfern, ne? Ja, genau. Dann heißt es wieder, ja, der Biber ist auf das Kind losgegangen, ja? Niemand denkt an die Biber, ja? Die armen Scheißkinder, ja. Die Scheißkinder, die immer angreifen, ja? Die armen Biber. Können nichts dafür. Notwehr, es war Notwehr! So Biber vor Gericht. Er wollte mich aufheben, das konnte ich doch nicht zulassen. Können wir Tag machen, also schlafen gehen. Ich will nur mal schnell die Schafe hier noch, die drei, die nicht ins Gehege wollten, erledigen. So. Benni. Ey, bist du hinter meinem Haus? Mhm. Muss unbedingt noch ein Tor machen. Hab ich extra die Slimebälle geholt. TTT? Ja. Ich schlafe anders als die anderen. Marco hat sein Schwert mit im Bett. Ah! Wo willst du damit hin? Ah! Warum tust du das? Mama! Guten Morgen! Oh, Junge! 3 Uhr morgens, Zeit für einen Krabbenburger. Oh, hi Danny. Dein Arsch da vorbei, urlangsam so. Nee, sprinten ist was für Leute, die zeilig haben, ne? Sprinten ist was für Leute, die Essen haben. Ah, scheiße, nichts zu essen. Ich hab dir doch vorhin was gegeben. Ja, ey, 5 Karotten habe ich mir genommen. Warum hast du dir die Karotten? Du hättest dir alles nehmen können, plus nicht die Karotten, weil ich noch nachher Schweine suchen will. Es cool. Na gut. Ich meine, von Danny. Oh. Ich hab noch 5 genommen, da sind noch 5 drin. Ja, das ist ja. Hi Kühe. Ja, das ist ja. Ja. Das ist ja. Hopp, 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 hopp. Mö, mö. Gerade die ganze Zeit ging's meh, meh. Jetzt geht's mö. Oh, was ist denn heute los? Lädst dich? Ja, voll Luft im Bauch. Haben wir eigentlich schon Blazes gefunden? Nein, wir haben ja nicht mal eine Netherfestung gefunden. Du, was für ein Netherportal? Ja. Ja. Das haben wir unter schon. Der Erde ist ein Netherportal. Danny, wenn du noch ein bisschen Fleisch haben willst, da drinnen sind ein paar Kühe, die wollen mir nicht folgen. Abschlachten. Wird dann abgeschlachtet. 4 Stiegen brauche ich danach. So, und jetzt schleiche ich erstmal schön gemütlich Richtung Kuhbasis. Alter, geht mir das hier auf den Sack? Frag mich mal. Mö, mö. Nö. Mäh. Mö. Mö. Da ja, kommt noch so ein. Ich darf erstmal, um das blöde Dach zu setzen, die ganze Runde einmal mit Erde ausfüllen und dann die scheiß Treppen draufsetzen. Ha, scheiße gelaufen. Hashtag höflich. Hashtag danke, Froschi. Obwohl, ich bin doch ein Vollidiot. Ich könnte doch direkt auch die Gegentreppen setzen. Könntest du mal? Wäre natürlich klug, ja, aber wir wissen ja von Marco, das ist er ja nicht. Fick! Oha, er hat das F-Wort erwähnt. Ich hab nichts ausgesprochen. Du hast es nur erwähnt. Oh, das halte ich.
Wieso sind hier Kühe auf der zweiten Etage? Ja. Ja, kein immer, renn er schon mit dem Schwert. Der kommt gleich und schlachtet alles ab, was noch nicht festgenagelt ist, ja. Mir sind überall los. Kühe im Haus, überall! Los, nagelt die Kühe fest! Nagelt die Kühe! Nein! Komm Kuh, geh, wenn du schon hier stehst, dann geh auch aufs Dach, du Dreckskuh. Guck mal, wir haben eine Dachkuh. Eine Kuhdach. Wie Kuhbaum. Eine Kuhdach. Hört sich auch schon wieder ganz komisch an. Abschlachten, abschlachten. Oh, not the lights on. So viel Leder. Oh, die Kuh kommt, die Kuh kommt, mein Gott. Die Kuh kommt. Hast du auch dein Red Bull getrunken, bevor du sie melkst? Aber natürlich, ohne gehe ich nicht aus der Haus. Hier, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Das ist mit die geilste Szene in diesem Teil, ey. Erstmal Terraform. Darf ich auch Red Bull, ne? Papa? Aber natürlich, ja, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 3. Räumenberg ist auch ran. Ups, ich bin von der Mauer gesprungen. Nein! Mann! Jetzt ist gut tot. Doch. Oh. Doch. Bin jetzt gut tot. Oh, endlich, Alter. Kein Mäh, kein Mu mehr neben meinem Haus, Alter. Ich fass es nicht. Eine Mu, eine Mäh, eine Tete, Tete. Tete. Mach jetzt ein Loch in die Wand, dass ich da auf die Mauer schnell hochkomme. Ich fand's trotzdem bis jetzt immer noch am besten, wo ich Torum seine Folgen gesehen habe und die immer die Kartoffeln roh gegessen haben. Kartoffel! Ernsthaft? Bis zur 150. Folge oder so. Hat ihnen dann jemand gesagt, dass man die Dinger auch kochen kann? Ja, das ja, hab ich. Seitdem bringen wir immer Fortschritt, wenn wir eine Kartoffel essen, die gebacken ist. Deswegen sagen sie mal Fortschritt! What the fuck? Ja gut, okay, ist Thorims Let's Play, ja? Ja. Das ist so close. Guck mal, so eine schöne große, freie, grüne Fläche. Und dann... Schön? Brauchst du noch Lederflo? Ne, ich bin bedient. Bedient? Schwarze Eichheitsbretter, Wolle. Stimmt, da wollte ich... Komm, Laufkuh, geh auf die zweite Etage. Oh, wie macht man das? Mit weißer Wolle war es doch? Und Sticks? Respekt, du musst jetzt ziemlich viel terraformen. Ach du Scheiße. Viel Spaß. War das dann wie so ein Schild? Ja, genau. Ich glaube, wir TNT benutzen. Unfair, das habe ich auch nicht gemacht, als ich hier das Schloss den Boden umgefirmt habe. Was mache ich? Da brauche ich morgen nicht mehr Haken geben und dann fertig. Das Alter, wenn du gesehen hättest, was Shikoya und ich hier an Berg weggemacht haben, um die zwei Riesenhäuser hinzuklatschen. Ja, das stimmt. Ja, das war ein ziemlich fetter Berg, der da war. Wie lange haben wir gebraucht? 4, 5, 6 Folgen? Ja, so um den Dreh. Das geht jetzt bei mir nicht, oder? Obst du jetzt den ganzen scheiß Berg weg, oder? Ja. Gott. Also, ne, ist ja nicht wirklich ein Berg jetzt. Hügel, eine kleine ja. Erhöhung. Ja, wir sind Österreicher, für uns ist nix ein Berg, ja. Das gibt's in Minecraft gar nicht, ein Berg, ja. Alles nur Hügel. Alle. Kleine Erhebung, ne? Ja. Kleine Erhebung, so weit kommt's noch. Ja, wenn man mal in den Alpen war, ja, da... Ich komme aus dem Westerwald, unsere Berge sind auch nicht gerade klein. Zwar nicht so wie die Alpen, aber auch nicht gerade klein. Zumindest was. Wir haben Berge und die sind auf dem Fahrrad verdammt anstrengend. Ja, das haben Berge so an sich, ja. Viele, viele bunte Smarties. Nee, die kriegst du nicht, wenn du Fahrrad fährst. Warum nicht? Ich meine, viele, viele, viele Wunde. Viele, viele Wunde, Punkte. Wunde, ich meine, Marco, wenn du hier in den Alpen, ja, mit dem Fahrrad irgendeinen Bergsteiger überholt, dann zeigt er da den Finger. Oh, 1000 Höhenmeter, kein Problem. Mountainbike.
Ich zieh euch alle ab. Stimmt ja, ich muss ja mal die Türen wieder drin packen. Wär schön, ja. Türen haben nämlich meistens einen Sinn. Hm. Und da ist der erste Schaufel schon kaputt. Ey, keine Sorge. Ja nicht so, als würden Schaufeln lange halten. Wie viele Schaufeln haben wir verbraucht, Chico? Also ich hatte auf jeden Fall 2 Diamantschaufeln verbraucht. Ich habe irgendwie 18 normale Stahlschaufeln verballert. Stahlsen! Marco! Ja, Marco, bei dem ist alles aus Stahl, ja. Außer die Schrauben in seinem Fuß, ja, die sind aus Titan. Ja. Titan! Ich bin sehr wertvoll, ich schlepp Titan in mir rum. Wenn du mal mit Eisenschaufeln gearbeitet hast und dann auf Steinschaufeln umänderst, Alter, das ist nix. So lahm! Und dann, wenn du einmal bei Diamant und Efficiency 5 warst, da ist vorbei.